unterirdischer Fluss. Nein, ein Abwasserkanal. Eine Ratte schwimmt den Kanal nach rechts. Aber wohin gehe ich? Nach links. Nach links, wo der tote Alligator treibt. Es riecht hier wie eine von Lefties Socken, die er mit Schinken eingerieben hat, vor 2 Wochen. Und seitdem in seiner Hose rumträgt. Hier ist eine Kreuzung. Links liegt eine leere Bierflasche, vor mir ein Strohhalm und rechts eine Videokassette mit der Aufschrift Life Aids. Ich gehe... Ach du, geradeaus. Es wird etwas... Oh, das Bernsteinzimmer. Egal. Faith wäre nur von 90 Timberpunkten beeindruckt. Ich bin auf einen Troll gestoßen. Er schaut mich wütend an. Auf dem Boden liegen ein 20-seitiger Würfel, eine Axt und eine halbvolle Milchtüte. Ich... Die Axt. Nehme die Axt und hacke den Troll in 2 Hälften. Die Axt durchtrennt den Troll genau in der Mitte. Der tote Troll wirkt immer noch etwas überrascht. Die Axt zerfällt in ihre Einzelteile. Naja, dann gehe ich mal weiter. Die nächste Kreuzung. Links schaut ein Periskop eines japanischen U-Bootes aus dem Boden. Vor mir steht das Denkmal für den unbekannten Herrenwitz. Und rechts an einem Abhang steht eine Sonnenliege. Ich... Relax. Mache es mir in der Liege bequem. Ups. Das hast du gerade nicht wirklich gemacht. Was machst du hier schon wieder vor einem Krach? Warum bist du jetzt auch schon wieder in der Zelle? Diese Stadt ist völlig verrückt. Wenn du da drin sein willst, dann bleib halt da. War das Post? Du Banause, du hast Lady Gag verschandt. Wurde inzwischen klar, dass Gott eine Frau ist? Wenn dein Gott das perfekte Pokerface hat, Disco-Schwengel reitet, auf schlechte Romanzen steht und am Edge des Glory Holes kniet, ja. Klingt nach einer Göttin, hinter der ich stehen könnte. Amen, Schwester. Es handelt sich... Was kann denn schon so... Ich komme. Das ist ja wirklich sehr... Wirst du nicht auf der Arbeit vermisst? Ach, Süßer, ich bin Freelancer. Ich arbeite, wann es mir passt. Was genau machst du denn? Das ist nur ein Hobby. Nein, Schätzchen. Du arbeitest auch im Sexshop, wie diese... Ha, ich bitte dich, ich bin viel Prof... Ah, du bist... Ich nehme das mal als Kompliment. Aber nein, ich kümmere mich darum, dass Menschen zu... Jetzt weiß ich's. Du bist eine... Nein, ich verheirate Paare, du Banause. Ist dein Gehirn genug? Eine Drag Queen darf jemanden offiziell zu... und Frau, sowie Mann und Mann. Freiheit! Irre, dass das heutzutage geht? Länder, die bei Ehen so engstirnig denken, sind ganz schöne Scheißlöcher. Das weiß ich... Ich bin wieder... Warst du weg? Als Pflichtverteidiger. Gestern musste ich jemanden verteidigen, der Helium in eine Sexpuppe gepumpt hatte. Dann ist sie weggeflogen und er hinterhergerannt. Kannst du dir sowas vorstellen? Ja. Der war jedenfalls nicht meine Zeit wert. Dieses Smartphone-Ding sagt, dass wir uns treffen müssen. Sage ich gar nicht. Dieses Timber da. Um Gottes Willen. Ich habe mich da nur registriert, um zu sehen, wie die App funktioniert. Ich nehme alles von Prune genau unter die Lupe. Prune? Ich kenne übrigens BJ und Faith. Was? Wie meinst du das? Du kennst sie? Ich war bei ihnen oben im Turm. Im Prune Tower?
Im Hauptquartier? Wie hast du das geschafft? Ich habe so ein Smartphone gefunden. Hast du immer noch Zugang zum Turm? Vielleicht. Also, wenn es dir gelingen würde, Informationen aus dem Hauptquartier zu besorgen, dann könnte ich mir vorstellen, mit dir auf ein Date zu gehen. Natürlich. Unverbindlich. Aber klar doch. Hier, kopiere mir alles, was du findest, auf diesen USB-Stick. Was ist das? Ein USB-Speicherstick mit 128 GB. Meinst du nicht Kilobyte? Yeah, nein. Unerkannter Serienbigamist? Du findest das schon raus. Einfach in den passenden Port stecken. Ah, meine Spezialität. Oh, komm wieder, wenn du die Daten aus dem Prune-Hauptquartier geholt hast. Innerlich kann ich schon fast nicht mehr. Eine von diesen modernen Disketten. Auf ihr können Unmengen von Dateien gespeichert werden. Du Schlingel willst dir doch... Wenn ich es mir genauer überlege... Schau nur, wie spät... Sonst ist... Okay, das Poster noch... Sorry, du hast die Götter, nimm sie... Okay. Das geht also noch. Das geht also. Damit bin ich vor... Frisches... Ein Poster der schwulen Ikone Lady Gag. Ich habe so viel Zeug und weiß trotzdem nicht, was ich damit machen soll. Kann ich die... Das ist keine gute Idee. Anscheinend nicht. Ich die Gurke zu Hexen? Ich weiß, wo das... Nein. Das lässt sich... Kann ich auch nicht kombinieren. Ich weiß... Eher nicht. Was soll ich ihm denn sonst noch anbieten? Das Ding sieht eher aus. Und die Öffnung erinnert mich an irgendwas. Oh. Stempelkissen. Stempelkissen war im Gefängnis, aber komme ich da ran? Hm? Das geht als Stempel durch. So, Stempel mit dem. Jetzt ist das Prune-Logo. So. Jetzt komme ich doch bestimmt als Praktikant da rein, oder was? Das muss doch zu schaffen sein. Stripper-Praktikanten? Vielleicht ist das ein Job, für den die Personalabteilung Blanko-Verträge auslegt. Ist ja auch ein persönlicher Job. Da steht, keine Vorkenntnisse nötig. Einfach melden. Wie war das mit dem Bonus für Anwerbungen? Herzlichen Glückwunsch, Larry. Du hast den Job. Sekunde. Ich registriere dich mit unserer Personalverwaltungs-App direkt und upgrade deine Schlüsselkarte. So, du hast jetzt Zugang zum Büro oben. Du kommst über den Lift hin. Willkommen in der Prune-Familie. Prune Pearl wurde aktiviert. Und was ist das jetzt schon wieder? Hilft mir das bei meinen Dates? Die Bezahl-App für alle Prune-Angestellten. Damit kann man an immer mehr Orten bezahlen. Behaupten sie zumindest. Jedenfalls in der Regel nicht dort, wo es für dich praktisch wäre. Aber ich habe die App schon geladen und du kannst sie jetzt verwenden. Okay. Yay. Boah. Cool. Dafür braucht man wohl... Hab ich. True Office. Ah. Oh je. So, viel dazu. Ich schnack einfach erstmal mit Nachrichten. Watashi no Hop? Kurafutu wa Unagi de Ipaide Su. Wie bitte? Ach, du sprichst unsere Sprache?
Ich spreche Massigsprachen und Programmiersprachen. Aber du bist Japanerin. Nein, Amerikanerin. Meine Mutter stammt aus Korea. Ein Mädchen bist du. Also ohne Besonderheiten? Verstehe. Du hast traumatische Erfahrungen in einem Massagesalon in Thailand gemacht. Nein, ich wollte nur sicher gehen. Wie heißt du? Miyang Dong. Dong? Hast du nicht gesagt, du hast keinen? Darum. Am besten, du nennst mich einfach Nari. So nennen mich alle hier. Und unter diesem Namen kennt man mich im Netz. Ich bin Larry. Larry Leffer. Larry Leffer? Dann bist du doch mein neuester Match auf Timber. Du siehst ja ganz anders aus als auf deinem Profilbild. Und was dein Outfit angeht... Das ist das Einzige an mir, was 100% Polyester ist, Baby. Ich wusste es doch! Du bist Cosplayer! Du bist als dieser schmierige Typ aus den Computerspielen aus den 80ern verkleidet. Bist du ein Fan von ihm? Mir? OMG! Du verkörperst ihn so perfekt! Endlich treffe ich mal jemanden, der so ein Nerd wie ich ist. Hast du etwa noch einen freien Port für meinen Controller? Oh, Senpai, wie gerne würde ich mit dir abnerden. Aber ich muss heute noch unbedingt die Arbeit an den Prototypen abschließen. Du meinst von diesem neuen Telefon? Genau. BJ braucht das Update der neuen Pi bis zur großen Vorstellung. Crunchen seit 6 Monaten, aber es sind immer noch ein paar Details auszubügeln. Aber sobald alles gebügelt ist, bist du frei? Ja, sobald eine Version des Geräts alle Tests durchlaufen hat, habe ich endlich Feierabend. Übrigens, was machst du eigentlich hier? Ein Praktikum. Oh, super. Dann habe ich direkt eine Aufgabe für dich. Mein größtes Problem ist der Schlafmangel. Vielleicht kannst du mir etwas Koffein besorgen? Klar. Wir Cosplayer müssen zusammenhalten. Ich hätte gern eine heiße Vanillalatte. Da drüben ist der Kaffeeautomat. Hier ist das Bällebad. Dieser rote Ball sieht nicht so aus. Hey, du sollst... Sie lässt mich nicht nachschauen. Eine Vanillalatte. Das war einfacher, als ich erwartet. Bitte sehr. Dein Cosplay ist wirklich perfekt. Genau so einen Spruch hätte der schmierige Typ gebracht. Ja, genau. Alles nur gespielt. Ich hatte noch nie einen Prakti, der mir auf Anhieb den richtigen Kaffee gebracht hat. Verschwinde nicht so plötzlich wie der Letzte. Du machst deinen Job als Cosplayer und als Prakti echt gut. Vielleicht kannst du mir bei Krieg... Meine Hände sind bereit. Die Resilienz und das Psychoprofil der neuen Assistentin, also der neuen Pi, müssen für die Vorstellung noch verbessert werden. Aber ich kann hier nicht weg. Warte, ich upgrade deine Zugangskarte. Über den Aufzug kommst du jetzt zum Tech-Labor. Ich werde dir von hier aus über die Lautsprecher erklären, wie die Experimente durchzuführen sind. Testlabor, Zugangskarte, Experimente. Bin schon unterwegs. Und wenn für die Vorstellung alles abgeschlossen ist, können wir ausgehen? Ganz genau. Fass das bitte nicht ab. Dieser rote Ball. Hey! Ja, okay, ist ja gut. Fass das bitte nicht an. Sehr spezielle Technik. Oh, dieser moderne Computer dürfte einen 386er drin haben. Mindestens. Also ich komme jetzt zum Tech-Labor, richtig? Tech-Labor. Hallo? Pi? Ich habe nichts gesagt. Die Stimme kommt mir bekannt vor. Gesichtsscan abgeschlossen. Larry Leffer erkannt. Hey! Du bist doch das Ding, das bei Lefty in dem Schmodder gesteckt hatte, als der ganze Wahnsinn angefangen hat. Larry, du hattest schon vor mir eine persönliche Intelligenz?
Ist da jemand eifersüchtig? Sie ist der nächste Schritt in der KI-Evolution. Mit vielen neuen geheimen Funktionen. Verstehe. Ihr seid also verwandt. Was hast du so getrieben, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben? Nachdem BJ mich wieder in die Finger gekriegt hatte, musste ich für unzählige Experimente zur Verfügung stehen. Dafür riechst du aber recht gut und hast nicht mal Flecken. Nicht solche Experimente, du Bio-Downgrade. Technische Experimente. Das muss ich bemerken. Die Phone muss in perfektem Zustand ausgeliefert werden. Den muss ich bemerken, du Bio-Downgrade. Was genau ist jetzt der Unterschied zwischen dir und meiner Pi? Ich bin in jeder Hinsicht die verbesserte Version. Wenn ich Schmerzempfinden einprogrammiert hätte, dann hätte das vielleicht wehgetan, aber so... Keine Sorge, Pi. Wir gehören zusammen. Ich kenne dich ja inzwischen ein wenig und weiß, wie niedrig deine Ansprüche sind. Du bist also weiter verbessert worden. Ja, ich halte es nicht mehr aus. Sie jagen mich durch unzählige Tests. Und bei jedem neuen Versuch wird das Gerät geschrottet und ich werde in ein neues Modell transferiert. Du weißt nicht, wie schmerzhaft so ein Reboot sein kann. Okay. Spürt eine künstliche Intelligenz auch künstlichen Schmerz? Stell dir vor, dein Gehirn wäre so weit entwickelt, dass du dir über jeden Aspekt deines Seins bewusst bist. Kann ich, stell ich mir vor. Ganz einfach. All deine Sinne sind maximal ausgeprägt. Und jeden Tag wirst du durchs Höllenfeuer gejagt. Dein Körper durchsägt, desintegriert oder tödlicher Strahlung ausgesetzt. Klingt wie ein misslungener Zaubertrick. Und wenn du denkst, der Stecker wird endlich gezogen, findest du dich in einem völlig neuen Körper wieder, der das immer und immer wieder durchmacht. Dein Geist hat aber nichts vergessen. Als würde man immer wieder in Lefty's Bar aufwachen. Du musst mir helfen, den Test zu überstehen. Aber ich muss doch Naris Anweisungen befolgen. Sie wird nichts merken. Vertrau mir. Die meisten... Nicht aufgeben. Ich werde dich retten. Larry, nicht rumtrödeln. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Hilf mir. Okay, wie? Super Powerbank. Okay. Es zeigt Feuer an. Eine riesige Maschine. Scheint eine Testanlage zu sein. Da geht es ein Stockwerk nach unten. Ach, das ist die Rutsche wahrscheinlich. Eine riesige Maschine. Scheint eine Test... Hier steht eine unglaublich starke Powerbank, die ein Smartphone jahrelang mit Strom versorgen kann. Nur im Notfall verwenden. Dann mal los. Was? Ach, stell dich nicht so an. Nein! Okay. Ups. Mach das nicht nochmal. Eingeäschert zu werden ist doof. Ich muss sie... vor der Hitze schützen. Gleich mit... Na, das... Ich glaube nicht, dass da eine Pi drin ist. Lässt sich nicht einfach... Besser nicht. Ich glaube nicht, dass da... Was machen wir gegen den Flammenwerfer? Finde etwas Kaltes, in das du mich stecken kannst, okay, damit ich nicht gegrillt werde. Ich habe ja den Slushy. Der sollte sie gut. Dann mal los. Na, hoffentlich. Hat doch super funktioniert. Und der Becher hat auch überlebt.
Okay, Säge. Nicht aufgeben. Und jetzt? Das ist nur eine Anzeige. Eine riesige Maschine. Es zeigt eine Säge an. Säge. Von der Säge schützen. Okay. Nein, nicht. Nein! Okay. Tut mir leid. Das wollte ich nicht. Trotzdem wäre irgendeine Art Panzerung nicht... Panzerung? Panzerung. Ach, ich habe hier eine Rüstung. Der BH könnte die sehen. Könnte klappen. Da kann nichts... Sagst du. Und dann sollen Leute noch mal behaupten, jetzt radioaktive Strahlung. Habe ich was aus Blei? Damit erhält man Zugang. Die Strahlung würde direkt durch... Wo geht denn die Strahlung nicht durch? Erstmal angucken. Oh nein, die Strahlung ist nicht gut für mein elektrisches Hirn. Langsam, Larry. Du musst vor Strahlung schützen. Ja, wie kriege ich das vor Strahlung geschützt? Nochmal der Thermobecher, oder? Die Strahlung würde die... Ja, wollte ich gerade sagen. Das wird doch nichts bringen. Ich auf keinen Feigling. Da rutsche ich. Feig. Da geht es einen Stock. Die Strahlung würde eine riesige Maschine. Scheint ein... Das riecht. Boah. Ach, die wird noch genießbar sein. Die Strahlung würde direkt durchgehen. Ich brauche was aus Blei oder auf irgendeinem Metall. Handspiegel eventuell? Die Strahlung würde dir. Ich habe da so zum Abspiegeln oder so. Ich habe noch den Busch drin, da könnte ich ja schon vor Lefties. Dafür braucht man den Busch trimmen. Nee.
dachte, ich kann da direkt zur Straße oder so anklicken. Ich mach schon wieder. Wahnsinn. Fill in the store. Aus den Ballons hat die Puppe. Jetzt ist sie wieder schön prall und man kann. Okay. Das lässt sich nicht. War nur Gedanken. Dahin. Dahin. Und dann mit dem Buschtrümmer. Da ist er. Der könnte tatsächlich. Was ist das? Es gibt Stellen, wo nicht einmal ich einen Stromkasten. Sieht aus wie ein Batteriefach, aber viel größer. Ach, okay. Alles klar, da muss ich also die Batterie für haben. Sieht aus wie ein Batter. Warum darf ich ihm die Zutaten nehmen? Die Zutaten, die ich etwas um den Geschmack und den Duft des Bieres zu verstärken. Etwas, um das Bier zu einem richtigen Kraftstoff zu machen. Etwas Natürliches mit vitalisierendem Effekt. Also den Kraftstoff habe ich der Proteinpulver. Eher nicht. Das wäre eine genießbare Zutat, aber ich wüsste nicht. Die Brauerei läuft wieder. Warum nimmt er das denn nicht? Eher nicht. Das hilft mir nicht. Die beiden Sachen Also nicht Gurke, nicht, ne? Lass dich, Rosen nicht. Die beiden Sachen, das lässt sich nicht. Das hilft mir nicht nötig. Okay, die ganzen Sachen darf ich nicht miteinander kopieren. Kombinieren. Es gibt Stellen. Nein, ich bin. Beam mich hoch. Ich weiß, dass es. Das bekomme ich nicht heraus. Der Abgrund blickt in mich hin. Ohne guten Grund. Gibt's denn da jetzt noch irgendwas Neues? Nee, eigentlich ja nicht. Okay. Was ist denn mit dir passiert? Dein Flyer hat mir die Augen geöffnet, Larry. Die wollen nicht, dass wir selbst denken. Sie versuchen, unsere Gehirnströme zu manipulieren. Mit diesen Smartphones. Um jeden Aspekt unseres Lebens zu kontrollieren. Ist doch schön, wenn man sich nicht selbst um alles kümmern muss. Wacht auf, Schlafschafe! Hier, das wird dich vor ihnen schützen. Aluminium. Jetzt kann ich. Okay. Pass auf, dass sie dich nicht entführen. Aluhut, da kann ich die Strahlung. Vor der Strahlung schützen. Hallo. Was gibt's? Bis spät. Ich frage mich, ob das funktioniert.
Ich glaube, wir haben eine 50-50. Halt einfach die Klappe und... Alle Hut, tut gut. Jetzt wird auf sagt ihr geschossen, oder? Es zeigt einen Laser an. Einen Laser. Laser. Spiegel. In Physik war ich schon immer super. Ich habe den Reflexionswinkel perfekt berechnet. Der Laser sollte abgelenkt werden? Ich hasse dich. Warum? Ich rette dir jetzt das vierte Mal schon das Leben. Virtuelles Leben. Und die Batterie kriege ich auch noch. Also fast, Nick. Und jetzt Software. Und der Spiegel ist auch noch fast in Ordnung. Jutta, es hat funktioniert. Wuppa! Die Tortur hat ein Ende. Ich wusste schon immer, dass ich zwei Mädels gleichzeitig glücklich machen kann. Jetzt fehlt nur noch eine Sache. An dem Flipchart hängt ein Skript. Mit diesem wird der Charakter der KI neu kalibriert. Sie meint das Skript, das du gegrillt hast. Auf einer... Das Skript ist abgebrochen. Oh. Es war ein... Spar dir die Spielchen für den Feierabend, du Sch... So schlecht sind deine Augen. Was wäre das Schlimmste... Wenn KIs nicht perfekt kalibriert sind, könnten sie zu starken eigenen Willen entwickeln, was das Gesamtsystem über... Ach so. Naja, selbst wenn es explodiert, kann das ja nicht schlimm sein. Mit kleinen Dingen kennst du dich ja aus. Befolge einfach die Anweisungen auf dem Flipchart und stell die neue Assistentin genau nach den Vorgaben ein. Ich muss mich jetzt noch um etwas anderes kümmern. Sag einfach okay, Pi, Software-Kalibrierung, um den Prozess zu starten. Geht klar. Also, Pi... Ja? Nicht du, das andere Ding. Puh, dann sieh selbst zu, wo du bleibst. Ich stelle meine Sensoren auf Durchzug. Neu, Pi. Ich soll deine Software noch einstellen. Hast du mir nicht schon genug angetan? Gefällt dir das, mich zu quälen? Ich befolge... Das sagen sie alle. Ich werde nicht zulassen, dass... Okay, Pi. Software-Kalibrierungsmodus aktiv. Empathiewert einstellen. Ja. 69. Humorwert einstellen. 3,14. Paranoia-Wert einstellen. Paranoia. 3,14. Software-Kalibrierung abgeschlossen. Was hast du getan? Wie hast du mich eingestellt? Keine Sorge, Kleine. Ich weiß, welche Rädchen ich bei Frauen drehen muss. Du. Du Verdammter. Ich muss weg. Komm mir nie wieder unter die Augen. Wenn deine dreckigen Finger mich noch einmal berühren, dann... Dann... Ah! Komm mir nie... Okay. War das jetzt richtig? Ich war's nicht. Natürlich. Da kommen Erinnerungen. Und... Komm mir nie wieder... Da, rutsche ich. Fein. Dafür braucht man wohl eine Zugangskarte. Ja, ist ja gut. Wenn er sich nicht traut, zu runter zu rutschen, dann eben halt... Knopf herstellen. Der Software-Test ist ab. Natürlich. Und du hast dich auch genau an die... Aber gut. Wir hatten ein paar Pi-Versionen, die seltsame Züge entwickelt haben, als wir ihren Charakter eingestellt haben. Wir mussten... Oh, also jetzt können wir aber... Naja, ich habe eigentlich die Regel, dass ich nur mit richtig groß... Ich meine, du bist offensichtlich ein toller Cosplayer und auch ein toller Typ, aber nicht halb so nerdig wie ich. Ich bin der totale Obernerd. Ach ja? Was war denn in den 80ern die bekannteste Spielekonsole? Das Super Megaton. Das stimmt. Und wie viele Farben hatte das Super Megaton? 16. Korrekt. Und das seltenste Spiel ist...
Treasure Loot Terry. Wow, alles richtig. Larry, du bist ein Obernerd. Endlich weiß jemand, meine Fähigkeiten zu schätzen. Ich brauche noch den ultimativen Beweis, dass du richtig große Nerd-Credibility besitzt. Bring mir ein Modul von Treasure Loot Terry. Nichts leichter als das. Und wenn du das geschafft hast, können wir abnerden. Dieser rote... Ich dachte immer noch nicht, okay. Sie lässt mich nicht... Gut, die einzige, wo ich jetzt wüsste, wo ich so ein Ding herkriegen könnte, wäre... beim Flohmarkt oder beim Jahrmarkt. Hier bei ihr, falls sie sowas hat. Hallo. Was? Oh ja, immer wenn ich hier ab einige Sachen. Bis später. Anscheinend hat sie sowas nicht. Okay. Aber die Batterie kann ich bei Lefties reintun. Was mir das bringt, weiß ich zwar nicht, aber ich kann's. Deswegen mache ich's. Das passt perfekt in. Oh. Okay. Schon wieder so ein merkwürdiges. Beam mich. Ach, jetzt geht das. Oh, cool. Ah, die Batterie versorgt Licht und Fahrstuhl wieder mit Strom. Was für Dinge hier unten wohl verborgen sind? Ich sollte mich ein wenig umschauen. Fernbedienung. Bleistift. Extrem wichtig. Bleistift. Toller Hebel, Schalter, Sicherungskasten. Kettensägenbenzin. Ich nehme alles mit. Ups. Hoffentlich bekomme ich keinen. Wenn ich meine entladen könnte, um dir eine zu verpacken. Da ist eine Kassette. Da tut sich nicht. Nein, das ist ein Amigo 250. Modernste Computertechnik. Da sind keine Batterien drin. Die passen. Damit kann man den Fernseher bedienen, ohne Hightech. Nichts passiert. Ich komme gleich nochmal runter. Das ist gut, so wie es ist. Ich bin so gefesselt von dem Spiel gerade. Das hilft mir nicht. Da fließt viel Strom durch. Da fließt viel. Der Fahrstuhl ist schon. Keine Kassette. Da fehlt der Knopf zum Zurückspulen. Okay. Aber ich habe einen Bleistift. Jetzt sollte man sie wieder anhören können. Das kann man bei manchen in der heutigen Zeit nicht mehr erwarten, dass sie das syntaktisch in einen Einklang bringen. Bleistift und Kassette. Das war sehr seltsam.
Okay. Okay, dann wollen wir mal. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Teletext. Es hat geklappt. Dahinter ist ja ein Raum. Aha. Oh, ich habe eine Spielekonsole. Das ist mir egal. Altes Spiel, für darin geht es um einen sexsüchtigen Archäologieprofessor, der betrunken nach Natürlich. Als was sonst? Office bitte. Nerdiger, pass auf. Ich zeige dir mal was. Um ehrlich zu sein, ich wäre auch so mit dir ins Bett gegangen. Aber hier sind überall Kameras und es ist ziemlich unromantisch. Wir könnten unser Date bei dir fortsetzen. Ich muss noch aufräumen. Dann sag Bescheid, wenn du bereit bist. Lass mich aber nicht zu lange warten. Mist, ich muss unbedingt ein Zimmer auftreiben. Ach, bei Lefties. Kann ich hier den USB-Stick schon reinstecken? Fass das bitte nicht. Okay. Geht also nur, wenn man sie nicht mehr hier hat. Okay, dann bin ich aber schon mal recht weit gekommen. Ich glaube, da mache ich jetzt wieder was anderes. Unterbreche hier quasi die jetzige Geschichte.